Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Leiter des äh, Gesundheitszentrums Prima Vita ärztlicherseits möchte ich Sie herzlich willkommen heißen. Es freut mich, dass Sie so zahlreich und mutig erschienen sind. Ich möchte Ihre Hoffnungen nicht enttäuschen. Und gleich vorweg: Das ist keine Veranstaltung für alte Leute. Es hat mir einer angesprochen und gesagt: Ja, das ist das für die Alten. Ich denke nicht, sie sollen sich jung und vital fühlen. Und nach meinem Vortrag hoffentlich auch mit mehr als einem Funken Hoffnung von hier ziehen. Das Thema ist ja ein gewichtiges Denken gegen das Vergessen. Es ist ja gut, also äh, gegen eine Vergessenskultur anzukämpfen in jeder Hinsicht. Aber wir wollen uns ja heutzutage mit dem Alltag beschäftigen. Und schon Leonardo da Vinci hat gesagt, so wie das Eisen außer Gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne Übung. Und das gilt für alle Altersgruppen und für alle äh, Lebenslagen. Das soll ihnen Hoffnung machen. Was nicht gebraucht wird, verschwindet. So ist es auch mit dem Gedächtnis. Es ist selten zu früh und es ist nie zu spät. Wir werden also heute auch präventiv darüber sprechen, aber vor allem, was macht man, wenn das Kurzzeitgedächtnis nachlässt? Es gibt viele bekannte Namen, Betroffene. Und ich möchte gleich vorweg sagen, es ist keine Schande. Es ist kein Verbrechen, wenn die geistigen Fähigkeiten nachlassen. Und deswegen sollte man auch offen darüber sprechen. Kennen Sie den Herrn da unten, Carolus Horn? Das ist ein bekannter Werbegrafiker und Texter. Aber dieser Herr ist bekannt durch eine Bildserie, die Rialto-Brücke in Venedig. Dieses Bild hat er vor Beginn seiner Demenz gemacht sieht doch recht gut aus ja. vier Jahre vor seiner Demenz 1980 hat er dieses Bild gemalt und es sieht schon anders aus. es äh, sind schon vereinfachte Strukturen, eine Ver Versimplifizierung kann man sagen äh, ist zu erkennen. Da war aber die Diagnose der Demenz noch nicht gestellt. Das war das letzte Bild dieser rialto-brücke-serie 1988 ein paar jahre vor seinem tod und sie sehen hier eine naive malerei fast kindlich geworden wenig differenzierung er konnte auch die menschen kaum noch darstellen äh, diese bildserie äh, ist bekannt unter dem titel wie aus wolken spiegeleier äh, werden und schauen Sie sich mal hier die Wolken hier oben an. Und das entspricht eben auch der Tatsache, nicht? Da haben wir natürlich keine Wolken, aber er hat sie sehr stilistisch vereinfacht wie Spiegeleier dargestellt. Carolus Horn. Das war sein letztes Bild. Also richtig eine Verkindlichung sozusagen. Äh, seiner äh, malerischen Fähigkeiten. Sie erkennen gerade noch schemenhaft, nicht ein Haus, ja, also eine sehr äh, deutliche Entwicklung. Das ist auch schon Geschichte, aber der ehemalige britische Premierminister hat einen eigenen Gipfel zur Demenz einberufen, aller G8-Staaten. Weil ihm das so wichtig war. Er hat es auch als die Pest des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Und diese Prognosen stammen von einer großen Ersatzkasse hier in Deutschland. Und sie sind nicht pessimistisch. Ja, steuern wir auf eine Bundesrepublik Dementia, BRD, zu mit einer Verdoppelung innerhalb von 50 Jahren äh, der Dementkranken schauen wir uns eine andere Statistik an das Risiko für Pflegebedürftigkeit und Sie sehen hier für keine andere Erkrankung das Risiko für Pflegebedürftigkeit höher ist als bei der Demenz wir haben also ein 4,7 faches erhöhtes Risiko wenn man an Demenz erkrankt auch pflegebedürftig zu werden ist einfach nur eine Frage der Zeit bis die Krankheit eben fortschreitet das Problem liegt ja eben bei der Pflegebedürftigkeit auch in der Betreuung. Sie sehen ja hier, was für eine dramatische Entwicklung es gibt in unserer Gesellschaft. 1871 gab es auf einen 75-Jährigen und Älteren noch fast 100 Personen, die jünger waren. 2050 werden es nur noch vier Personen sein. Wo sollen die Pflegekräfte herkommen, um sich um, um, sich um die Dementkranken uh, zu kümmern. Und das geht uh, in allen Staaten, zumindest in Mitteleuropa, uh, in dieser Entwicklung ähnlich voran. Pflegesystem der Zukunft, ein Cartoon, ja, die Schnellwaschstraße, wo man also barrierefrei mit dem Rollstuhl da durchgeschleust wird. Und Sie wissen, es sind ja schon Pflegeroboter im Gespräch. Es gibt auch keine Arzneimittel in Sicht, trotz aller Forschungsprojekte. Deswegen wird das Thema auch zunehmen. Und Sie sind eigentlich zukunftsorientiert. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Keine rückwärtsgewandten Herrschaften, sondern Menschen, die auch in die Zukunft blicken und den Mut haben, in die Zukunft zu sehen. Wir müssen mal zugeben, dass das Altern ein Prozess ist, ein physiologischer. Der sich nicht aufhalten lässt und der auch unser Gehirn betrifft. Sie sehen ja hier, dass also bei der Hirnsubstanz einiges sich verändert. Einmal das Volumen der einzelnen Nervenzellen, dadurch auch das Gehirnvolumen und dann auch, was die Verknüpfungen der Zellen untereinander anbelangt. Diese Vernetzung wird auch geringer. Die Menge an Überträgersubstanzen nimmt ab und zwischen dem 60. und 80. Lebensjahr nimmt so die Gehirnmasse ab, um circa 7%. Das ist beachtlich, das ist signifikant. Dafür können wir nichts. Ja? Das gehört zu unserem Leben. Das ist Physiologie, das ist nicht Pathophysiologie. Das muss ich immer wieder unterstreichen. Altern gehört zu unserem Leben. Und vor 20 Jahren haben wir alle anders ausgesehen, mich inbegriffen. Jetzt gehen wir mal zu den Formen der Demenz. Nur kurz, damit Sie einen Überblick kriegen. Wir haben den sogenannten Morbus-Alzheimer, ein häufiges Krankheitsbild, eigentlich das häufigste. Dann haben wir sogenannte Demenzformen, die auf eine Erkrankung des Gefäßsystems zurückzuführen sind, also vaskulär bedingt, sprich Bluthochdruck zum Beispiel. Bluthochdruck, der nicht behandelt wird über Jahrzehnte, der schon in den mittleren Jahren beginnt, nicht wehtut, der stellt ein häufiges Demenzrisiko dann im späteren Alter dar. Deswegen sollte man den Blutdruck ernst nehmen. Das sage ich Ihnen als Hausarzt, äh, aus Überzeugung, aus Erfahrung. Es gibt natürlich auch die Mischformen, Alzheimer und vaskulär. Das ist auch recht häufig. Und dann gibt es noch so exotische andere Demenzformen die ich hier nicht kom kommentieren will, weil die nicht so ins Gewicht fallen. Aber die häufigen Dinge sollte man häufig anführen und auch angehen. Und Sie sehen auch altersbedingt nimmt die Demenzhäufigkeit zu. Man muss nur alt genug werden, um äh, dann also die Chance einer Demenz zu entwickeln zu haben. Und Sie sehen über 90, ja. Ein gutes Drittel der Herrschaften über 90 haben eine dementielle Erkrankung. Und ich sage es noch einmal, es ist keine Schande, es ist kein Verbrechen, man muss offen darüber sprechen. Weil oft sich auch Angehörige schämen oder ärgern über diese Entwicklung und sich über den Dementkranken auch ärgern. Das verschlimmt noch das Ganze. Nun, Alois Alzheimer, hat dieses Krankheitsbild beschrieben. Das war seine berühmte Patientin Auguste Deta, die hat er weiterhin verfolgt, obwohl er nicht mehr in Frankfurt war und nach München gegangen war und hat dann auch bis zur Obduktion hat er ihren Weg also begleitet, um das Krankheitsbild zu beschreiben. Sie hatte ihre Demenz innerhalb kurzer Zeit, innerhalb eines Jahres entwickelt. Das also es war dem Ehemann aufgefallen, nicht? Also Wesensveränderungen äh, waren eingetreten und deswegen war er vorstellig geworden und sie war dann also äh, stationär aufgenommen worden. Nun, ich möchte es möglichst einfach machen. Ähm, sie sehen hier, es geht um Absterben von Nervenzellen. Ja? Und was abgestorben ist, kann man nicht mehr zum Leben zurückrufen. Das muss man mal ganz offen sagen. Und als grobe Ursache, vereinfacht gesagt, Ablagerungen von krankhaften Eiweißverbindungen. Und ich möchte Ihnen das zeigen. Wir haben also mal diese Kontaktstelle zwischen zwei Nervenzellen. Wir nennen das die Synapse. Die Verbindungsstelle zwischen einem äh, langen Läufer der Nervenzelle. Und einem Ausläufer einer anderen Nervenzelle. Und die Übertragung von Signalen erfolgt über chemische Substanzen, über einen Spalt hinweg. Ja, da muss also eine Substanz von diesen Bläschen, ein sogenannter Neurotransmitter, ausgeschüttet werden, damit die Informationsübertragung auf die andere Zelle erfolgt. Mal ganz einfach gesagt: Das ist also die Kontaktstelle bei zwei Nervenzellen. Nun, wenn jetzt also die Alzheimer-Krankheit beginnt, dann passieren zwei Prozesse parallel zueinander. Wir haben einmal hier die Leitungskabeln innerhalb der langen Fortsätze dieser Nervenzellen. Das sind sogenannte Neurofibrillen, also wie Glasfaserkabeln, nicht für die Informationsübertragungen und die bestehen aus dem sogenannten Tau-Protein und die fangen an diese Übertragungsfasern fangen an sich aufzulösen ja? also innerhalb dieser langen Fortsätze erfolgt die Übertragung nicht mehr so richtig also nicht nur bei der Synapse bei dieser Kontaktstelle zwischen Nervenzellen sondern auch innerhalb der Fortsätze kommt es zu Unterbrechungen und an den synapsen an diesen verknüpfungsstellen der nerven kommt es auch zu veränderungen sogenannte plaque-ablagerungen aus amyloid die verschlechtern sozusagen die übertragung von einer zelle in die andere. also merken wir uns zwei prozesse die parallel ablaufen innerhalb der nervenzelle zum ersten und auch im übertragungsspalt im synaptischen spalt zwischen den nervenzellen. Und diese Amyloidablagerungen bestehen eben aus Bruchstücken, die an falscher Stelle geschnitten werden, ja? ähm, die also unbrauchbar sind, so wie Konfetti, die sammeln sich da an und versperren einfach den Übertragungsweg in diesem synaptischen Spalt. So kann man sich das elektronenmikroskopisch vorstellen. Ne? Die Übertragung hier äh, erfolgt nicht mehr, weil da ist zu viel. Müll angesammelt. Eine amyloid -Plug sozusagen. Und wir haben es bis heute nicht zustande gebracht, diese Plug-Produktion zu unterbinden oder auch wieder aufzulösen. Wir wissen nicht, wie das gemacht werden soll. Das mal kurz gesagt, das ist nochmal schematisch dargestellt. Ja. Innerhalb der Nervenzelle Auflösung der Leitungsbahnen, dieser Mikrotubuli Kubuli steht also für äh, Kanäle und eben die Ablagerung der Amyloid Plaques hier an den Übertragungsstellen. So, hier haben wir also den Kontrast, da ist also die Gehirnschrumpfung über die 7% hinausgegangen. Ne? Das ist ja ganz offensichtlich äh, ein gesundes äh, Gehirn hier. Und dann hier sieht man ein geschrumpftes Gehirn, wenn also die, diese Nervenzellen absterben. Welche Symptome machen sich bemerkbar? Wir können sie so also in drei Gruppen äh, einteilen. Es fängt immer beim Kurzzeitgedächtnis an. Das ist so das erste Symptom. Und dann Orientierungsstörungen. Dinge werden verlegt. Man findet sie nicht. Und es wird immer häufiger. Aufmerksamkeitsstörungen. Und... Verhaltensänderungen ja, treten dann später auf. Angstzustände, akustische optische Halluzinationen. Man sieht plötzlich fremde Personen im Haus ja Man kann sich verfolgt fühlen oder man verliert den Antrieb. Antrieb zum Trinken ist auch relativ häufig zum Essen, zu den Aktivitäten des Alltags. man sitzt dann nur so herum. Und äh, lässt den Tag verstreichen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Alltagskompetenz. Die alltäglichen Pflegeverrichtungen werden mühsam. Man braucht eine Impulsgabe. Und manchmal müssen auch die Angehörigen äh, zupacken äh, oder Anleitung geben, weil auch mehrschrittige Handlungen nicht mehr ausführbar sind. Der Faden reißt. Ja, man weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll, in welcher Reihenfolge finanzielle also Probleme nicht Umgang mit Geld das müssen dann eben auch andere übernehmen und Planung geht dann auch nicht mehr also anfänglich ist besonders das Kurzzeitgedächtnis äh, betroffen Langzeitgedächtnis hält sich relativ gut und das ist auch eine Chance die wir nutzen möchten wenn wir gegen das Vergessen denken wollen so Verräumen von Gegenständen. Das kann oft sehr lästig sein. Man sucht und sucht und findet nicht. Die Dinge bekommen Beine. Man kann die Alzheimer-Erkrankung in drei Stadien einteilen. Das will ich jetzt nicht wiederholen. Aber Sie sehen schon, ab einer mittelschweren Demenz tritt die Unfähigkeit auf, Neues zu lernen. Und das sollten Sie auch wissen und berücksichtigen. Ja. Und nicht frustriert sein, wenn jemand, der dement krank ist, einfach nicht Neues dazu lernt. Ja. In der schweren Ausprägung treten auch motorische Störungen auf, mit Harninkontinenz, Stuhlinkontinenz und dann eben leider die vollständige Pflegebedürftigkeit. Und das kann über Jahre gehen, bis zu zehn Jahre. Ja, kann aber auch schneller sein. Risikofaktoren. Es gibt beeinflussbare, nicht beeinflussbare. Und Sie sehen hier, die nicht beeinflussbaren sind auch recht häufig. Es gibt nur eine Möglichkeit, länger zu leben, das ist älter werden. Und damit steigt auch das Risiko. Wenn man in der Familie Demenz hat, ist das Risiko auch höher bei den Eltern, Großeltern, Geschwistern. Weibliches Geschlecht ist auch häufiger betroffen ja, als das männliche. Und dann gibt es genetische Faktoren. Dies ist der häufigste, wichtigste genetische Faktor. Aber ich sage Ihnen gleich, ich habe meine Genetik nicht untersuchen lassen. Ich möchte das Leben so leben, wie es mir von Gott geschenkt wird. Und ich muss jetzt nicht jede Kleinigkeit jetzt abklären. 20 Prozent der Bevölkerung im Durchschnitt sind Träger einer Genvariante des Apolipoprotein. Das Apolipoprotein ist nicht schlecht, das ist gut. Das ist nämlich ein Transportprotein für Cholesterin, das eben Cholesterin zu unseren Nervenzellen führt, damit also die Myelinscheide, die also Isolierscheiden der Nervenzellen aufgebaut werden. Also wir brauchen das. Nur die Normvariante ist E3. Und E4 findet sich in 20 Prozent der Bevölkerung. Stellen Sie sich vor, alle würden sich genetisch untersuchen lassen, dann wären unsere psychiatrischen Praxen überlaufen von angstgestörten Patienten. Außerdem kriegen nicht alle E4-Träger eine Demenz und viele Nicht-E4-Träger kriegen eine Demenz. Ist nur ein Risiko erhöht. Das heißt nicht, dass es schicksalshaft zu einer Demenz kommt. Aber wenn Sie das jetzt aus Neugierde unbedingt wissen wollen, dann riskieren Sie also auch ein lebenslang mit der Angst herumzulaufen, dass Sie mal eine Demenz entwickeln. Viel wichtiger ist auch, sich darauf zu konzentrieren, Dinge, die wir ändern können. Ja. Und je früher Sie damit anfangen, Alkohol, Nikotin, ja. in jeder Dosis werde ich das einmal so sagen, ist nicht günstig. Medikamente kann man leider nicht immer vermeiden. Aber auch da gibt es also Risikofaktoren und vor allem Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und Sie sehen hier den Bluthochdruck, muss ich ganz besonders erwähnen. Übergewicht natürlich auch äh, Kopfverletzungen. Das sind Dinge, wo wir präventiv ansetzen können. Wo wir wissen, sollten wir auch handeln nach unserem Wissen. Wer Wahrheit liebt, der setzt es um. Ich bin Ernährungsmediziner und ich wundere mich immer, wir wissen so viel und setzen so wenig um. Warum? Wir schätzen halt Wahrheit nicht immer, weil sie vielleicht nicht immer so schmeckt. Ja. Okay, jetzt wollen wir uns auf das Denken konzentrieren. Risikofaktoren für Demenz. Schauen Sie mal gut hin. Alle roten Balken, die Sie hier sehen, sind mit Denkprozessen verbunden. Und je früher wir im Leben lernen, also zu denken, selbstständig zu denken, desto besser ist es für uns. Sie sehen, schlechtes logisches Denken, der sich nie bemüht hat, in der Jugend, in der Kindheit, selbstständig zu denken, das zu üben, ja? ein hohes Risiko, dreifach so hoch. Langsames Verarbeitungstempo. Das sind Dinge, die man in der Kindheit und Jugend lernt. Ja. Also strenge Lehrer sind im Nachhinein oft ein Segen. Ja, als Kinder schätzen wir sie nicht, aber wenn sie uns antreiben, wo unser Gehirn noch gut ist, dann sollten wir im Nachhinein dankbar sein für sie. Schlechtes visuelles Gedächtnis, Memory-Spielen in der Kindheit wunderbar ja alles was also diese fähigkeit aus, äh, entwickelt wenig wissen wenn man also früher sich nicht die mühe gemacht hat dinge zu lernen und wer studiert der muss ja schon viel äh, memorieren also das ist lästig das ist mühsam aber das verbreitet das wissen und das kann man ja bis ins hohe Alter, Wissen sich aneignen. Das schafft nämlich eine Denkkapazität. Und Sie sehen, die Ernährung ist gar nicht einmal so im Vordergrund. Ja, die schlechte Ernährung hat auch einen Risikofaktor, aber nicht vergleichbar mit den Denkprozessen. Und solange Sie leben, denken Sie. Und solange Sie denken können, sollen Sie auch Ihr Denken üben und trainieren nicht nur warten bis mal die Anzeichen einer Demenz kommen. Wir unterscheiden grob gesagt zwei verschiedene Arten von Intelligenz. Die eine ist uns fast in die Wege gelegt. Das nennen wir die fluide Intelligenz. Wo das Gehirn noch frisch und jung ist, wo das Gedächtnis gut arbeitet, Kinder, die lernen das im Spielen, ja, eine Sprache wenn sie mehrsprachig aufwachsen, das ist für die überhaupt kein Problem. Informationsverarbeitung geht unheimlich schnell. Wenn Sie sehen, wie die junge Generation mit den neuen Medien umgeht, da, da kommen sie mit dem Schauen gar nicht nach. Und sie können viel aufnehmen. Man lernt viel auswendig ja, in der Kindheit, Jugend. Das ist diese fluide Intelligenz. Und dann gibt es die sogenannte kristalline Intelligenz, die weniger beweglich ist, aber dafür standhafter, standhafter. Ja, alles, was mit Übung zu tun hat, was sie sich angeeignet haben, das ist wohl gesagt angeboren, mitgegeben, ja, und das ist geübt, trainiert. Und das lässt sich, da haben wir die Erfahrungswerte nicht. Manches wird zur Routine, was ein Jugendlicher hier noch, noch holprig und, und stolperhaft lernen muss, nicht? Das haben wir hier schon, wir Älteren haben hier schon die Strategien. Das ist kristalline Intelligenz, das vergessen wir nicht so schnell. Und damit können wir viele also äh, Mangelerscheinungen wieder wegmachen. Und Sie sehen hier, diese fluide Intelligenz, äh, die nimmt sehr, sehr rasch ab, ja? ohne dass wir was dafür können, während wir also die Erfahrungswerte durch Üben, durch Wiederholung, äh, durch Routine, ja, Disziplin, würde ich sagen, Selbstdisziplin. Es gibt Menschen, die sagen sich, ich werde jeden Tag so und so viele äh, Sprichwörter oder so und so viele Vokabeln lernen und mit der, mit der Zeit eignen sie sich also eine neue Sprache an. Das kann man also. Äh, weiterentwickeln. Und bei manchen nimmt das sogar nie ab, ja? äh, bis ins hohe Alter. Bei diesem Gedächtnismodell möchte ich vor allem darauf hinweisen, dass wir viele Zentren haben im Gehirn, die dazu beitragen, dass wir uns Dinge merken. Ja? Wir haben hier äh, die Sinneseindrücke, die ankommen. Ja? Hier zum Beispiel auch die Seerinde, ja? Bewegungsabläufe in unserem Kleinhirn gespeichert. Die, Psycho, die, die, die Motorik, die Feinmotorik, wie, ich, wie, wie knöpfe ich mein Gleichgewicht, meine Balance, das lässt sich alles noch auch trainieren. Das gehört auch äh, zum Gedächtnis. Ähm, und natürlich auch das Wissen, das wir sonst hier in der Großhirnrinde speichern. Das limbische System ist mit auch involviert in unsere Motivation, in unsere Gefühlswelt. Und zum Lernen braucht es Gefühle. Wer nicht begeistert ist von einer Sache, da wird die, die Sache schwer erlernen und erhalten. Und das gilt auch für Demenzkranke. Demenzkranke haben bis zu ihrem Ende Gefühle. Und auf das werde ich noch eingehen. Wenn wir denken wollen gegen das Vergessen, müssen wir auch die Gefühle unserer Leben mit Patienten berücksichtigen und bei ihnen die positiven Gefühle fördern, weil das hilft dann auch beim Lernen. Also das limbische System hier muss involviert sein. Was heißt denn Lernen? Lernen heißt aufnehmen und speichern und speichern und speichern, aufnehmen und speichern von Informationen, das ist ein physiologischer Vorgang. Da involviert unsere Nervenzellen und braucht auch unsere Überträgerstoffe, unsere Neurotransmitter. So, was haben wir denn für Lernkanäle? Wie lernen wir? Für mich das langweiligste Lernen war einfach nur etwas vorgelesen zu kriegen. Hm? Wenn ein Lehrer seinen Lern Lehrstoff vorliest, ist das das Furchtbarste. Da schläft jeder Schüler ein. Es müssen möglichst alle Sinnesorgane beteiligt werden. Also Tast, Sehen, Riechen und vor allem das Gefühl. Das sind unsere Lernkanäle. Das heißt, lernen mit allen Sinnen. Ja? Das müssen wir auch berücksichtigen, denn das bringt auch Motivation. Und so eine Nervenzelle, Sie sehen ja, wie viele schematisch dargestellt. Abzweigungen es geben kann, auf, auf, auf Fortsätze. Eine Nervenzelle kann bis zu 10.000 Verknüpfungen eingehen mit einer anderen Nervenzelle. Und darum geht es. Auch wenn die Nervenzellen kaputt gehen, man kann die Nervenzellen, die noch da sind, zu mehr Verknüpfungen anregen, aktivieren. Deswegen Vernetzungsvorgänge. Und auch ein Mensch, der Demenz entwickelt hat, hat ja noch ein Kapital an Nervenzellen. Und die kann man auch zur Verknüpfung anregen. Es geht also um eine Verstärkung dieser Synapsen, die ich am Anfang gezeigt habe. Und Sie sehen schon, nach fünf Minuten äh, eines Lernprozesses ja, äh, sprießen, sprießen sozusagen Fortsätze. Nach 30 Minuten. Wer von uns übt denn schon 30 Minuten lang? sich etwas zu memorieren, sehr schön. Sie werden weit kommen. Das soll Sie begleiten, dieses Bild. Nehmen Sie mit ins Gedächtnis, wie sich hier Verknüpfungen entwickeln. Es ist mühsam, es braucht noch mal Tage, aber es lohnt sich, weil sie vermehren ihre Verknüpfungen, ja? Das ist also wichtig. Üben ist deshalb notwendig und ich werde auf das noch zurückkommen üben geduld das ist das große problem das wir eben haben und geduld geht nur mit zeit einher üben geht nur mit zeitaufwand einher erhöhte aufmerksamkeit können sie auch dadurch erreichen dass sie eine aktivierung ähm, vollziehen zum beispiel durch körperliche bewegung ja? lernen im statischen modell wo man nur sitzt da das ist nicht so günstig also man kann eine erhöhte Aufmerksamkeit bewirken durch Aktivierung. Inhalte werden besser behalten. Das sieht man schon bei Kindern. Wenn die mal eine ordentliche Pause gehabt haben, wo sie sich austoben konnten, dann sind sie wieder ruhiger und konzentrierter bei der Arbeit. Und das gilt aber auch für Erwachsene, das gilt für Gesunde und das gilt auch für Demenzkranke. Auch die brauchen eine Aktivierung, um ihre Aufmerksamkeit zu erhöhen. Also. Es geht auch darum, dass wir die Aufmerksamkeit äh, fördern zum Lernen. Und das kann ich nicht genug unterstreichen. Das hilft doch nichts, wenn Sie sich einen Plan machen. Es soll mein dementkranker Ehemann oder meine kranke Frau, soll jetzt das und das lernen. Wenn sie nicht will, wenn sie emotional nicht darauf eingestellt ist, die Person, dann bringt das gar nichts. ja, lernen sollte immer von positiven emotionen, gefühlen begleitet werden. und wenn sie nicht ein solches milieu zuerst schaffen, wo sich die person wohlfühlt, nicht beobachtet, nicht unter druck gesetzt, nicht kritisiert, ja, dann haben sie vielleicht glück. aber es bringt nichts, also und gerade bei Demenzerkrankung ist die Angst sehr groß, sich zu blamieren. Jeder Mensch hat seine Ehre und jeder Mensch verdient Respekt. Auch ein Demenzkranker verdient vollen Respekt. Und wenn der merkt, dass sein Gegenüber ungeduldig wird oder schroff oder barsch oder sich enttäuscht zeigt, dann wird das nichts werden mit dem Lernen. Da haben sie eine Blockade entwickelt. Es gibt eine interessante Studie und die sollte uns allen Mut machen. Und die handelt von der Gehirnreserve, die wir alle haben. Und zwar eine Studie bei Nonnen, katholischen Nonnen, Schulschwestern von Notre Dame in den USA. Über 570 Nonnen wurden untersucht, zwischen 75 und 106 Jahre alt. Und da hat man also diese Schwester Bernadette herausgegriffen. Die war mit 85 Jahren gestorben, körperlich und geistig fit. Mit 85 Jahren gestorben. Und dann hat man obduziert und hat mit Schrecken ihr Gehirn untersucht und festgestellt, dass es dem Endstadium einer Alzheimer-Krankheit entspricht. Nach einem deutschen Anatomen, Brack, der hat das 1991 eingeführt, diese Einteilung der Demenzstadien, war ihr Gehirn total kaputt. Die hätte eine hochgradige Demenz entwickeln müssen. Aber sie konnte kompensieren mit ihrer sogenannten Gehirnreserve. Sie hatte noch überdurchschnittlich viel graue Substanz. Und was steht hier? Extrem gut verknüpft. Verstehen Sie, das ist unsere Hoffnung. Obwohl ihr Gehirn dem Endstadium einer Demenzerkrankung, einer Alzheimer-Demenz entsprach, war sie geistig fit. Geistig fit. Deswegen lohnt es sich, sein Bestes zu geben. Und wir sprechen auch, das war 1986 gemacht worden, diese Studie und dann über Jahre beobachtet von einer aktiven Reserve, ja. Die aktive Gehirnreserve. Und die nächste gute Nachricht ist, Sie können bis zu 50 Prozent Ihrer Masse verlieren, Ihrer Denkmasse, Gehirnmasse, bevor Sie also dann diese Grenze überschreiten. Und es hängt sehr davon ab, wie schnell wir diese Reserve abbauen, ja? diese Reservekapazität. Bei 50 Prozent ist dann sozusagen die Grenze zur Demenz. Das ist doch eine beachtliche Reserve. Und die kann man noch trainieren, nicht? solange man lebt, um eben äh, das zu verzögern. Und die gute Nachricht ist, die Alterung beginnt ja schon recht früh, ne? mit 30 ja, sind wir alle schon. Und äh, erst ab 50 Prozent ja, äh, kann man also Probleme mit Demenz bekommen. Wenn wir nur unsere Gehirnreserve fünf Jahre später verbrauchen, dann werden die meisten von uns sterben, bevor sie Demenz entwickeln. Das ist eine gute Nachricht. Also es geht darum, Denken gegen das Vergessen, die Sache nicht aufzuhalten. Wir können auch eine Demenz nicht aufhalten, aber wir können sie verzögern, sowohl im Ausbruch wie auch im Verlauf. Das ist unsere Chance. Gute Bildung wissen haben sie doch gesehen nicht als risikofaktor wenig wissen als risikofaktor. und stimulation. stimulation für mich heißt das eben auch motiviert sein, begeisterung haben, mit freude tun. ja, und wenn wir jemanden in unserer familie betreuen, wenn wir helfen wollen, dann müssen wir das gefühl einsetzen, die liebevolle zuwendung, die begeisterung, und nicht das Fordernde, das Herrische. Ja, es ist also keine Schuldisziplin, äh, Denken äh, oder kognitives Training. Auch das Berufsleben ist wichtig. Mache ich die Dinge gerne oder, oder, oder mache ich gerade das Notwendige? Ja, äh, Fließbandarbeit, ja, kann ich dem entgehen? Hoffentlich. Diese Nonnen, die waren sehr selbstlos. Die haben ein Ideal gehabt, eine Lebensaufgabe, einen Lebenssinn und haben sich darin voll äh, gefunden und es hat ihr Leben erfüllt. Und deswegen konnten sie so, zum Großteil auch so fit bleiben. Also, alle lernenden Tätigkeiten, die wir unternehmen wollen, müssen das enthalten: Ein Anforderungskatalog, ja. Und wenn wir etwas mit jemandem üben wollen, dann müssen wir das auch erfüllen. In dem Sinne, dass wir uns einstellen und Verantwortung übernehmen, aber auch übertragen. Ich werde doch vielleicht noch erwähnen. Und da kann die Liste fortgesetzt werden. Ich will das jetzt nicht äh, kommentieren, aber gerade... Bei Demenzkranken ist Bewegung, ist Musik sehr wichtig. Man könnte auch noch den Tastsinn dazu nehmen, nicht das Fühlen, das Berühren. Die, die zärtliche, die liebevolle Berührung. Ja? Die Dinge miteinander machen. Involvieren, nicht abschotten aus Scham oder Schande. Involvieren in Aktivitäten. Und meistens sind doch Kirchen auch recht tolerant, ja, die weisen solche Menschen nicht ab, also möglichst auch in der Gesellschaft involvieren. Ganz einfache Dinge, die Lust, oder die, die Spaß machen mit den Mitmenschen machen, wenn man ihnen auch etwas vermitteln will. Eine interessante Studie mit 80 Studenten und Sie sehen, das kontroverse Gespräch. Hat, bringt mehr in Bezug auf Denkschwindigkeit und Merkfähigkeit beim Training als nur Kreuzworträtseln, Denksport und Fernsehgucken. Kontroverse Diskussion. Im Endeffekt kann man sagen eine soziale Herausforderung. Und Menschen, die Demenz haben, gehören nicht abgeschottet. Die brauchen äh, soziale Kontakte. Und kontroverse Diskussion heißt nicht, dass man die so niedermachen muss. Das heißt, dass sie Anteil haben dürfen, ihre Meinung äußern sollen und man soll auch ihre Meinung respektieren. Ja, sie dürfen mitdiskutieren. Das fällt uns manchmal schwer, aber das ist wichtig. Dann verbessert sich das. Was man ausspricht, worüber man sich ausdrücken darf, das behält man doch besser. Und das gilt auch für Demenzkranke. Wenn wir Gedächtnistraining mit körperlicher Bewegung, also Musik, äh, Tanz, also Psychomotorik verbinden, dann ist das Ergebnis viel besser, als wenn man es nicht tut. Also möglichst alle Sinne involvieren. Ja. So, das sind so ein bisschen die Kontraste dargestellt, ja, was sich viele vorstellen. Jetzt muss ich dem das beibringen. Ja, damit es besser wird mit ihm, ja, das ist doch grau, geschmacklos, lustlos, äh, als vielmehr äh, eine umfassende Sicht der Dinge, wo Lebenslust, Lebensfreude und Bewegung und alle Sinne auch äh, mit involviert, mit integriert sind. Und da spreche ich von der motivationalen Reserve, ja. Menschen, die eine hohe Motivation haben, ganz egal in welchem Bereich die ein Sendungsbewusstsein haben, wie diese Nonnen. Und ich weiß auch Demenzkranke können ein Sendungsbewusstsein in einem bestimmten Maße entwickeln. Das die haben also bessere Ergebnisse. Man muss auch einem Demenzkranken eine Existenzberechtigung geben. Ich sage es noch einmal, es ist keine Schande und man hat eine Existenzberechtigung. Und sei es nur, dass wir als seine Mitmenschen verständnisvoller, geduldiger und auch äh, freundlicher und liebevoller werden. Das hilft uns nicht, wenn wir uns auch um so einen Menschen kümmern müssen. Also wir müssen auch seine Motivation wecken. Das Leben muss auch für ihn noch einen Sinn haben. Und sei es nur, dass wir ihn lieben. Dass du mich liebst, macht dich dir wertvoll. Ja? Die Liebe zum Mitmenschen ist wichtig. Das motiviert auch einen Demenzkranken, sich anzustrengen. So, das hat also äh, jemand gesagt, nicht? Man könnte die Zahl der Alzheimer-Dementen halbieren, wenn wir diese äh, Gehirnreserve so gut entwickeln, dass die erst fünf Jahre später erschöpft ist. Und das wünsche ich Ihnen und mir auch. Sehen Sie, das hat Cicero vor ewig langer Zeit gesagt. Und das behält seine volle Aktualität, ja? wenn wir Ihnen nur Eifer und Fleiß erhalten können. Ne? Vor allem im eigenen ruhigen privaten Leben. Jetzt möchte ich ein bisschen konkret werden. Es gibt so ein Projekt, das hat sich gut bewährt, Selbstständig im Alter, SIMA. Und da können Sie in Google nachgucken. Das ist ein Präventionsprogramm in erster Linie, aber die Prinzipien lassen sich auch sehr gut für äh, Demenzkranke anwenden. Von der Universität Erlangen-Nürnberg, da können Sie also nach, nachschauen, da sind also gute Dokumente hinterlegt. Kann ich nur empfehlen, weil das praxisorientiert ist ja, und auf Erfahrung baut. Sie sehen ja schon, das ist ja schon über 20 Jahre, also hat es einen Erfahrungsschatz. Bedingungen der Haltung und Förderung von Selbstständigkeit. Und das ist auch ein Teil unserer menschlichen Würde und Ehre. Und auch ein Demenzkranker hat Recht auf seine Würde. Und wenn wir ihm Selbstständigkeit erhalten können, ist es ein wunderbarer äh, Dienst, den wir erweisen können. Also da gibt es natürlich Übungen, die man am PC machen kann. Ja, ähm, und es gibt auch Allgemeines. Das kann ich empfehlen, das ist allgemein gehalten, aber das zeigt doch ein bisschen, wie umfangreich man rangehen soll. Es hat nicht nur mit Gedächtnistraining zu tun es ist also umfangreich. Ja. ich klicke weiter. merken sie sich sima? die erste gedächtnisübung. okay. wenn sie dann im google nachschauen. geht also mit spielen, wo auch die motorik mit involviert sind. dann gibt es solche übungen. können sie doch jetzt mal selber machen. und sie werden sehen, wie schwer das ist. man soll also die farbe angeben. Und sich nicht verleiten lassen von der Bedeutung des Wortes. Ja? Ich, wollte, ich will also jetzt niemanden hier auffordern. Machen Sie das für sich selbst. Ja? Ja, konzentrieren Sie sich nur auf die Farbe. Aber es ist nicht leicht. Man lässt sich verleiten von einem Ausländer, der kein Deutsch kann, der kann Ihnen das wunderbar sagen. <laughs> Oder wenn Sie äh, äh, Zeitungsartikel lesen. No? Oder. Ja, das muss aber Spaß machen. Es darf nicht äh, furchterregend sein, Angst machen. Ja. So, schauen Sie sich das ruhig an. Nicht länger als auf der Autobahn ne? und schon ist es weg. Haben Sie sich was gemerkt? Ha? Okay. Wie heißt die Raststätte? Badkühlungsborn. Okay. Wie weit ist die Raststätte noch entfernt? Vier Kilometer. Okay. War da ein Tankzeichen? Ein Tankstellenzeichen? Ah, na, na? Okay. Und wie weit ist es denn zur nächsten Tankstelle? 38, richtig. Sie müssen dringend ein Telefongespräch führen, haben kein Handy mit. Ja? Und kann man dort essen? Ah, die Feinschmecker haben das natürlich gleich gesehen. Okay. Solche Dinge, das muss lustig ablaufen, nicht und nicht tierisch ernst. Ist keine Schulaufgabe. Nun zum Schluss noch mit dem Begriffswirrwarr. Es gibt kognitives Training, Gedächtnistraining, mentale Aktivierung, geistige Aktivierung. Alles schönes Wortgeplänkel, nicht? Was ist denn eigentlich wichtig? Kognitives Training äh, trainiert Denk- und Gedächtnisleistungen. Ja, und das kann man in der Reha üben, aber man muss jetzt nicht zur Reha gehen um das zu machen. Ja. Äh, Konzentration und Wahrnehmung hm, kann man machen. Es wird auch ähm, von Ergotherapeuten durchgeführt ja, und ist verordnungsfähig. Ja. Das ist wichtig. Ja. Das können Sie in Anspruch nehmen. Ergotherapie. Ja. Die Kassen nach Diagnosestellung, hm. wenn Sie ja so auf eine Diagnose warten wollen. Also kann das gemacht werden. Kognitives Training. Gedächtnistraining ist ein, weit, ein weiter Begriff, ausgedehnter Begriff, Angebotsvielfalt. Es gibt viele Leintrainer und die Pädagogik, Ja, es klingt nicht so gut, es macht Angst. Weil gerade... Jemand, der Demenz entwickelt, hat Angst, dass jetzt sein Gedächtnis geprüft wird. Ich mache Gutachten für die Pflegeversicherungen, für die Privaten und sehe, wie Angst äh, besetzt manche Fragen sind. Ja? Und wenn es geht, rede ich lieber mit den Angehörigen, damit ich den Betreffenden nicht einfach bloßstellen möchte. Es ist also sehr schnell leistungs- und stressorientiert und es macht keinen Spaß. Deswegen äh, bin ich kein Freund dieses reinen Gedächtnistraining. Versuchen Sie das nicht. Dann gibt es die mentale Aktivierung. Das ist auch was wissenschaftlich überprüft ist, aber da muss man eine besondere Ausbildung haben. Ja, Deutsche Gesellschaft für Gehirntraining. Jetzt können Sie sich mal vorstellen, nicht, wie viel davon Gebrauch machen können äh, bei den Zahlen, die wir haben, über eine Million Demenzkranke. Also sollten Sie etwas überlegen, was Sie zu Hause machen können. Und da ist das Thema natürlich gut. Und vor allem auch diese geistige Aktivierung, die möchte ich Ihnen auch noch kurz darstellen. Das ist ein guter Begriff, ja, weil es sich, also dieses Training orientiert sich an den Ressourcen der Erkrankten. Ja, eine positive Sicht der Dinge. Es wird nicht auf das fokussiert, was fehlt, und man ärgert sich nicht darüber, sondern man fokussiert auf das, was da ist, was vorhanden ist, und man möchte das wieder aktivieren. Es ist also nicht engspurig oder eng gefasst. Und wie Sie schon immer wieder gesehen haben, es muss das Gefühl ansprechen, dann lernt man besser wenn Freude dabei ist, Heiterkeit. Erfolgserlebnis. Ja? Erfolg für einen Demenzkranken, das müssen sie aus seiner Sicht sehen. Und sie müssen ihn loben dafür, dass er das als Erfolgserlebnis auch äh, empfindet. Lebensstolzwecken. Manche haben überhaupt keine Hoffnung mehr für einen Demenzkranken. Aber wenn Sie schon was machen wollen, dann müssen Sie selber auch Hoffnung haben, neben der Geduld. Gemeinschaftsgefühl und Zugehörigkeit. Ja. Also Sie sehen, es ist ein umfassendes Programm. Das, diese Aha-Effekte, ja, die auch ein Demenzkranker haben kann, führt auch zur Ausschüttung von mehr Überträgerstoffen, verbessert also die Übertragung wirkt stimulierend. Wir haben gesagt, die Vernetzung da oben nicht funktioniert noch. Und sie haben auch äh, bessere Führungsmöglichkeiten bei einem zufriedenen Demenzkranken als wenn er frustriert ist von ihren Bemühungen. Dann ärgert er sich noch und äh, macht extra nicht mit. Wert ihre Unterstützung bei den Pflegeverrichtungen ab. Und es ist so ziemlich egal, was sie machen. Es muss Spaß machen. Es muss die Sinne involvieren. Der Mensch muss fühlen, dass sie ihn mögen und dass äh, sie nicht daher sind, um ihn zu prüfen, ja, wie leistungsfähig er ist. Und äh, das ist auch wichtig. Man muss beim Langzeitgedächtnis ansetzen: Fotoalbum, ja, miteinander angucken und mal schauen, was lässt sich da aktivieren, wenn man da Fotos zeigt und was dazu sagt, ja? Also betrachten, hören, tasten, ja, mit möglichst vielen Sinnen arbeiten. Gartenarbeit auch sehr gut, wenn man dabei ist. Ja. Natürlich Kommunikation. Ein Kranker soll sich äußern können, man muss ihm Zeit geben und alle müssen hinhören. Sonst ist das nicht Kommunikation, wenn einer nur Befehlsempfänger ist. Ja, ein Demenzkranker soll auch seine Meinung äußern können und die muss auch akzeptiert werden. Also Kommunikation ist in beide Richtungen. Das ist auch wichtig: die Würde des Menschen respektieren. Wir wollen ja auch nicht überfahren werden. Uh, der betreffende soll entscheiden, ob er das mag oder nicht. nur, weil es ihnen gefällt, heißt es doch nicht, dass es also gut für ihn ist. ja, mama hat da keine lust dazu. Uh, möglichst nicht bloßstellen, wenn man so eine runde hat. ja, keine zeitvorgaben, keinen zeitdruck haben. Das ist eine herausforderung. deswegen sollte man sich auch gut überlegen, wann man etwas macht. ja, dass es also... Uh, nicht angstbesetzt ist und zehn Minuten zehn Minuten Segmente sind fast zu kurz können Sie vergessen ja man braucht mehr Zeit mehr Zeit damit sich auch Gefühle entwickeln damit sie eine Erinnerung bildet ja so ich komme zum Schluss und äh, will das noch einmal unterstreichen ja Gedächtnistraining alleine ist mir zu wenig, ist äh, zu spartanisch. Aktivierung, geistige Aktivierung ist mir das Liebste. Ähm, und dann kann man also was verzögern. Ich sage es noch einmal: Ja, man soll seine Erwartungen nicht zu hoch setzen, weil das Leben ist endlich und eine Demenz lässt sich leider nicht heilen, sie lässt sich verzögern hinausschieben, verzögern, aber sie lässt sich ja nicht heilen. Deswegen, wenn man etwas unternimmt, darf man nicht frustriert sein. Im Wissen dieser Dinge. Ich gebe Ihnen, da wir ein christliches Krankenhaus sind, einen Spruch mit nach Hause. Für Sie persönlich ist mein Segenswunsch an Sie, ja, dass Sie eben keine Dürre erleben. Ja, äh, sondern dass sie immer genug Wasser haben in jeder Hinsicht, auch hier oben, für ihre Gehirnzellen. Ich danke Ihnen. Applaus